Roman Lipskis Atelier ist auch gleichzeitig seine Galerie. Regelmäßig schaut Deutschlands bedeutendster Kunstsammler Erich Marx vorbei. Ist gut. Ja. Die Farbe vor allen Dingen, ja. Ist eine ungewöhnliche Farbe und für Sie sowieso. Ist gut. Der 94-Jährige ist sehr kritisch und gleichzeitig glaubt er immer an den Künstler. Ganz zu Beginn hat der Roman Lipski 2 Jahre lang den Lebensunterhalt bezahlt. Ein Wendepunkt für den jungen Maler. Das ist auch gut, ja. Ich musste mich entscheiden, entweder male ich oder arbeite ich einfach, um Geld zu verdienen. Und Malen war meine Leidenschaft. Und ohne ihre Unterstützung, dann werde ich wahrscheinlich mit Malen aufhören müssen. Ich habe eben etwas gesehen in den Bildern, was ich immer, wenn ich bei ihm bin, suche ich dieses Etwas. Dieses Geheimnisvolle, etwas Düstere, etwas nicht negativ, sondern einfach bloß Zurückhaltendes. Ja? Keine Freude, keine wow, großen Geschichten, sondern still. Und in dieser Stille liegt dann auch die, ich würde sagen, die Kraft dieser Bilder und die alle fasziniert. Roman hatte den Sammler Marx bei einer Ausstellung einfach angesprochen. Dabei ist er sonst schüchtern, war bis dato ein polnischer Versager. Und davon gab es einige in Berlin. Dazu mehr in der nächsten Folge.